Hallo liebe Kinder, liebe Erwachsene. Schon lange können wir keine Abenteuerland-Gottesdienste mehr feiern. Trotzdem hat Professor Knatz an seiner Mission Rettung der Bibel weitergearbeitet. Fieberhaft hat er versucht, den Verfall der Bibel aufzuhalten. Damit auch ihr wisst, ob und wie ihm das gelungen ist, haben wir beschlossen, dazu kurze Videos zu drehen. Wir freuen uns, dass ihr heute beim ersten Video mit dabei seid. Beginnen wir gemeinsam und begrüßen Gott hier in unserer Kirche, aber auch zu Hause bei euch an den Bildschirmen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ist auch diese Bibelseite unvollständig? Unsere heutige Zeitreise, die sollte uns wohl an den See Genezareth führen. Man kann es zwar ganz schwer lesen, aber ich meine, das ist die Geschichte von dem Jungen mit den 5 Broten und 2 Fischen. Das würde nämlich dann auch passen zu den Koordinaten, die ich errechnet habe. Aber wir müssen uns beeilen, denn die meisten Buchstaben sind schon verschwunden. Schauen Sie mal, Professor, was mir meine Tante Sophie geschickt hat. Mein Lieblingsschokokuchen. Lecker, sag ich Ihnen. Wie weit sind Sie mit den Berechnungen für unseren nächsten Flug? Ich bin fertig. Ah, der Kuchen, der sieht ja lecker aus. Bekomme ich da auch ein Stück davon? Das kommt ganz drauf an. Worauf denn? Na, darauf, ob Sie mich heute die Zeitmaschine fliegen lassen. Also gut, du darfst dich heute hinter der Steuer setzen. Aber ich bekomme das größere Stück von dem Kuchen. Na, die Zustimmung kam mir ein bisschen zu schnell, wenn da nur kein Haken dabei ist. Gerne, Professor, wenn ich die Zeitmaschine fliegen darf, dürfen Sie von mir aus den Kuchen haben. Mir reicht ein kleines Stück. Oh, ist ja lecker. Deine Tante Sophie, die könnte ruhig öfters einen Schokoladenkuchen für mich backen. Also eigentlich war der Schokoladenkuchen für mich gedacht. Sieh's doch mal so. Ich opfere mich, damit du keine Bauchschmerzen bekommst. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Aber wenn Sie fertig sind mit Kuchen essen, kann ich ja schon mal die Zeitmaschine holen. Kannst du machen, Zweistein. Den Rest hebe ich mir auf für später. So, Professor, ich steige jetzt mal schon mal ein. Welche Koordinaten soll ich heute eingeben? Die verrate ich dir nicht. Wieso verraten Sie die nicht? Ohne Koordinaten kann ich gar nicht losfliegen. Sie haben doch vorhin erst versprochen, dass ich heute die Zeitmaschine fliegen darf. Nein, habe ich nicht. Ich habe nur gesagt, dass du dich heute hinter das Steuer der Zeitmaschine setzen darfst. Ich habe mich vorhin auch schon gewundert, warum Sie so schnell Ja gesagt haben. Sie wollten doch nur meinen Kuchen haben. Das ist richtig gemein, Professor. Du solltest lernen, genau zuzuhören, was ich sage, Zweistein. Ich habe
glaube, dass Sie es ehrlich meinen, Professor. Nie wieder bekommen Sie was von meinem Kuchen ab. Jetzt mach kein Theater, steig aus, lass mich an Steuer, wir müssen los. Ich denke gar nicht daran aufzustehen, Sie Verräter. Wenn du jetzt nicht sofort aussteigst, ist unsere Mission Bibelrettung gefährdet. Wir müssen dringend los. Ich weiche keinen Millimeter. Versprochen ist versprochen. Also her mit den Koordinaten oder unser Auftrag ist geplatzt. Warum bist du nur so stur? Willst du etwa schuld daran sein, dass unsere Bibelgeschichten nicht gerettet werden können? Ich denke, man rettet die Bibelgeschichten auch nicht mit Betrügereien, Professor. Sie haben versprochen, dass ich fliegen darf und dafür schon fast meinen ganzen Kuchen verspeist. Wollen Sie wirklich wegen so einer Kleinigkeit die ganze große Sache gefährden? Ich bin doch schon mal geflogen, als Sie krank waren und alles ist gut gegangen. Geben Sie sich einen Ruck, Professor. Du bist stur wie ein Esel. Na gut. Hier sind die Koordinaten. Aber beeil dich und wehe, wehe, wenn bei der Landung auch nur irgendetwas kaputt geht. Keine Sorge. Ich bin Profi. Professor, wir sind ganz weich gelandet. Sie können jetzt endlich zugeben, dass ich die Zeitmaschine sehr gut beherrsche. Naja, gut ist übertrieben. Es hat ganz schön geruckelt während des Fluges. Ah, ich glaube, das dürfte der kleine Junge sein, den Jesus und seinen Jüngern am See Genezareth begegnet ist. Hallo? Bist du der kleine Junge, der Jesus die 5 Brote und 2 Fische gegeben hat? Ja, der bin ich. Ich sehe, meine Geschichte spricht sich herum. Könntest du uns noch mal erzählen, was dir passiert ist? Wir würden die Geschichte sehr gern direkt von dir hören. Ich musste sie in letzter Zeit immer wieder erzählen, weil alle meine Freunde und Verwandten wissen wollten, was am See passiert ist, als Jesus dort mit seinen Jüngern versammelt war und zu den Menschen gesprochen. Am Ufer gesprochen hat. Also hör zu, was sich ereignet. Einmal wollte Jesus mit seinen Jüngern ganz allein sein. Er stieg in ein Boot und fuhr mit ihnen über den großen See zum anderen Ufer, wo es keine Häuser und keine Menschen gab, nur einsame Berge. Aber die Leute hatten gesehen, wohin Jesus fuhr. Sie liefen ihm voraus um den See herum. Als Jesus an das andere Ufer kam, standen sie schon da und warteten auf ihn. Viele tausend Menschen waren es, und immer mehr kamen hinzu. Als Jesus sie sah, Frauen und Männer, Alte und Junge, Gesunde und Kranke, hatte er großes Mitleid. Da ging er zu ihnen hin, heilte die Kranken, tröstete die Traurigen und erzählte ihnen von Gott, der alle Menschen lieb hat. Darüber wurde es Abend. Die Sonne ging schon bald unter, aber immer noch standen die Menschen bei Jesus und hörten ihm zu. Da kamen die Jünger zu Jesus und sagten, die Leute haben Hunger, es ist schon spät, bald wird es Nacht und hier ist es einsam. Schick sie endlich nach Hause, dann können sie sich unterwegs noch etwas Brot kaufen. Aber Jesus sprach, gebt ihnen zu essen. Die Jünger sahen Jesus erstaunt an. Sollen wir denn weggehen und Brot kaufen für so viele Menschen? Mindestens 200 Silberstücke müssten wir dafür bezahlen und es würde trotzdem lange nicht reichen. Wie viel Brot habt ihr? Fragte Jesus die Jünger. Fragt einmal nach und sagt mir Bescheid.
Da machten sich die Jünger auf die Suche nach Brot. Bald kamen sie zurück und meldeten Jesus: Wir haben einen Jungen gefunden, der hat 5 Brote und 2 Fische. Aber was sind 5 Brote und 2 Fische für so viele Menschen? Bringt den Jungen mit den Broten und den Fischen zu mir, befahl Jesus, und sagt allen, sie sollen sich setzen. Da setzten sich alle in Gruppen ins Gras, immer zu 50 oder 100 zusammen. Fast sah es so aus, als ob sie sich an einen gedeckten Tisch setzten. Da nahm Jesus das Brot, schaute auf zum Himmel, dankte Gott, brach es und gab es den Jüngern. Da teilten sie das Brot aus und auch die Fische. Immer mehr Brot und immer mehr Fisch teilten sie aus an alle, Männer, Frauen und Kinder. Alle aßen und wurden satt, ja, mehr als satt. Danach sammelten die Jünger auf, was übrig geblieben war. 12 volle Körbe. Nur 5 Brote und 2 Fische waren es gewesen. Aber Jesus hatte mehr als 5000 Menschen satt gemacht. Könnt ihr euch vorstellen, wie mir zumute war? Ich kam zufälligerweise am See vorbei, nachdem ich von meiner Mutter einkaufen war. Da stand plötzlich einer dieser Männer von Jesus vor mir und hat gesagt, ich soll meine Tasche aufmachen. Da hat er gesehen, dass ich etwas zu essen dabei hatte und nahm mich gleich mit zu Jesus. Zuerst wollte ich nicht die Brote und die Fische hergeben. Das war doch das Essen für meine Familie. Aber ich hatte irgendein Gefühl, dass hier irgendwas Besonderes passieren würde. Ich gab Jesus mein Essen und als er mich zum Dank anlächelte, wusste ich genau, dass ich das Richtige getan habe. Beeindruckend, dass Jesus mit deinen 5 Broten und 2 Fischen die ganzen Leute satt bekommen hat. Und nicht zu vergessen, als alle satt waren, war immer noch etwas übrig. Richtig, ich konnte genug Essen für meine Familie mit nach Hause nehmen. Und ich habe immer noch von dem Brot und dem Fisch übrig. Du hast noch etwas von dem Brot und von den Fischen? Können wir das mal sehen? Na klar, ich hole euch den Korb. Hier, nehmt, das reicht noch für euch beide. Vielen Dank, wir nehmen das Geschenk gerne an und können es sehr gut gebrauchen. Wir sind nämlich aus einer fernen Zukunft hergereist, um unsere Bibelgeschichten zu retten. Weißt du, von unseren Geschichten sind nur noch ganz wenige Buchstaben übrig. Drum brauchen wir unbedingt einen Gegenstand aus dieser Zeit, damit sich unsere Geschichten wieder vollständig zusammensetzen. Ich weiß zwar nicht, von was ihr da redet, aber ich teile gern mein Essen mit euch. Ihr müsst ganz schön hungrig sein, wenn ihr von so weit herkommt. Sehr großzügig, anders als so gewisse Professoren, die nicht gerne Kuchen teilen. Jetzt halt keine langen Reden, Zweistein. Wir müssen gehen. Komm. Vielen Dank, kleiner Junge. Wir wünschen dir alles Gute. Bestimmt ist euch aufgefallen, worum es heute bei Professor Knaz und Zweistein und auch bei der Geschichte vom kleinen Jungen mit den 5 Broten und 2 Fischen gegangen ist. Um das Teilen. Teilen, das ging nicht nur damals zur Zeit Jesus, sondern das geht auch heute. Wir können Dinge miteinander teilen, wie Spielzeug, Essen oder Stifte. Wir können aber auch die Dinge miteinander teilen, die wir besonders gut können. Wenn zum Beispiel jemand besonders gut lesen kann, kann er anderen vorlesen. Weil ich Geige spielen kann, kann ich mit meinem Geigenspielen anderen eine Freude machen. Und die älteren Schüler, die vielleicht besonders gut in einem Fach sind, können dieses Wissen mit den anderen teilen. Als Idee für zu Hause haben wir für euch ein paar Dinge vorbereitet. Ihr könnt zum Beispiel das Bild von einer Figur ausdrucken und hineinschreiben oder malen, was ihr besonders gut könnt oder was ihr gerne mit anderen teilen möchtet. Für die kleinen Kinder gibt es im Downloadbereich Fische zum Anmalen, zum Ausschneiden, zum Bekleben oder Puzzeln. Und natürlich teilt miteinander. Bilder eurer Ergebnisse dürft ihr dann mit eurem Vornamen und Alter versehen an die unten eingeblendete Mailadresse schicken.
Wir werden dann alles auf der Kinderseite veröffentlichen, die wir extra auf der Homepage unserer Seelsorgeeinheit eingerichtet haben. Die Adresse der Homepage ist ebenfalls eingeblendet. Zweistein, kannst du mal helfen, die Bibel zu öffnen? Hier ist noch das Brot, Professor. Das müssen wir zuerst noch zur Bibel stellen. Professor, wissen Sie, was mich wundert? Was denn? Bei dir wundert mich inzwischen gar nichts mehr. Na, das Brot, Professor. Was ist denn mit dem Brot? Es ist noch da. Und warum soll es nicht da sein? Als wir das letzte Mal etwas zu essen aus der Vergangenheit mitgenommen haben, hat sich das Brot aufgelöst bei der Zeitreise. Dieses Brot ist aber noch da. Das liegt daran, weil es ein besonderes Brot ist. Es wurde doch von Jesus gesegnet. Das könnte die Erklärung sein. Was Sie alles wissen, Professor. Tja. Siehst du, Zweistein? Alles in Ordnung. Die Bibelstelle ist wiederhergestellt. Professor, wissen Sie, was mich noch wundert? Dass wir auf unseren Zeitreisen immer nur Kindern begegnen. Haben Sie darauf auch eine Erklärung? Zufall, Zweistein. Aber nachdem ich diesen Auftrag wieder so genial zu Ende gebracht habe, bin ich unter Umständen bereit, den restlichen Schokoladekuchen mit dir zu teilen. Unter welchen Umständen? Na, dass du die Zeitmaschine sauber machst und danach auftankst für unsere nächste Zeitreise. Zu viel der Güte, Professor. Das ist doch sowieso mein Job. Tschüss, Kinder. Bis zum nächsten Video, wenn es wieder heißt, Ihr Auftrag, Professor Knarz. Seid ihr dann auch wieder alle mit dabei? Ich kann nichts mehr nicht hören, aber der Professor und ich zählen auf euch. Also dann, auf Wiedersehen. Wir hoffen, euch hat unser erstes Video gefallen und ihr klickt beim nächsten Mal wieder mit rein. Bis dahin wünschen wir euch viel Spaß beim Teilen, beim Malen und beim Basteln. Für uns alle und für die Menschen, die wir lieb haben, spreche ich jetzt noch den Segen. Guter Gott, du hast jeden von uns einzigartig geschaffen. Jeder von uns kann etwas Besonderes, jeder von uns ist etwas Besonderes. Segne und behüte du uns alle, unser Gott und Vater im Himmel. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Thank you.